Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. GTA 5. Der Verbrechenssimulator. Tag in Asenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play GTA 5. Bin gerade hier auf einer Mission auf dem Golfplatz und soll einen Golfschläger klauen. Ich pirsche mich heran mit meinem Ferrari, damit ich dann auch schnell fliehen kann. Oh Mann, da ist viel los. Erkennen die mich als Feind? Ach, da hätte ich auch fliehen können mit so einem Golfwagen. Oh, da ist ein... Da ist ein... Ein Dingsbums! Ihr wisst schon! Ein, was wollte ich denn sagen? Ein... Bodyguard. Ich hab die größere Wumme, Freunde! Scheiße, jetzt kommt die Polizei auch schon. Komm her, Freund! Was war jetzt? Warum? Ach so! Das muss einem doch auch einer sagen hier. Okay, alles nochmal von vorn. Ja, mein Gott, dass der abhaut, das weiß ich doch nicht. Und ich wusste auch nicht, dass der Leibwächter hat. Das war ein bisschen fies jetzt. Okay, ich werde mich jetzt dann mal vorsichtiger heranpirschen, glaube ich. Ja, erstmal ein bisschen nahe ran. Ich habe ja ein Scharfschützengewehr, ne? Vielleicht sollte ich das mal nutzen. Jetzt, wo ich weiß, wo die stehen. Da stehen die alle, ne? So. Das Scharfschützengewehr hat auch einen Schalldämpfer. Freunde, wer ist Mark Postenburg oder wie er heißt? Oh, das ist er. Habe ich erwischt, glaube ich. Ist noch ein Gegner da? Nein. Komm, rennen, Frenkel. Golfschläger schnappen und dann abhauen. Die Polizei kommt nämlich gleich und mit so einem beknackten Golfwagen abzuhauen, ist ja so eine Sache für sich, ne? Das wird nicht auf Dauer funktionieren. Ich muss mir ein anderes Auto suchen. Und zwar möglichst schnell! Komme ich denn hier raus? Was? Kehr zurück zum Golfschläger? Hä? Habe ich den nicht schon genommen? Kacke! Verdammt! Jetzt habe ich es total verbockt wahrscheinlich. Kacke! Raus hier! Okay, ich mach's mir einfach nicht so leicht, ne? Ist doch klar. Sonst wäre die Mission doch zu einfach. Verdammt! Hab ich den Golfschläger nicht genommen, oder was? Kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn der? Hab ich ihn jetzt? Jetzt ist der Punkt weg, ne? Oh, die Polizei hat sich auch? Na, wunderbar. Word up! I said it, Mrs. Thornhill! I persuaded Mark Fostenberg to donate one of his golf clubs to your Museum of Dysfunction. Oh, bravo! It will take pride of place on the wall above Jill von Krastenberg's pregnancy test. Speak to you soon! I love Americans. You're all so brash and uncomplicated. Ja, auch nicht schlecht. Haben wir dann auch gelöst, das Problem. Bestanden mit Silber. Okay, hätte ich in einer gewissen Zeit schaffen müssen, dann hätte ich vielleicht Gold bekommen. Aber wer will das schon? Komm, weiter. Mal schauen, was jetzt noch gibt. Ich muss jetzt erstmal eine kugelsichere Weste kaufen. Und ich glaube, ich werde dann auch mal zu Michael wechseln. Um mal meine Aktie zu checken. Da ist ein Auto. Da sind viele Autos. Ich komme nicht da raus. Kann man da hochklettern? Wahrscheinlich eher nicht. Schafft das hier rüber zu kommen? Das liebe ich ja, ne? Das passiert mir ja dauernd. Das mache ich aber nur, damit ich ein paar Best-of-Szenen habe. Ah, hier geht's dann irgendwo raus, ne? Ich bin doch hier irgendwo rein. Man muss doch irgendwo wieder rausgehen. So ein bisschen joggen, das ist ja auch gut für die Kondition. Okay, hier kommen wir raus. Und eine super Rolle. Warte mal, das Auto wäre schön gewesen. Aber hier gibt es sowieso lauter schöne Autos. Hier ist ein Golfplatz, in der Nähe gibt es dann auch viele schöne Autos.
Das schnapp ich mir jetzt mal schnell. Oh my god. Oh, you go where? Jesus! Ich brauche nur das Auto, nicht die alte. So. Ich möchte jetzt noch schnell... Ich brauche eine kugelsichere. Und die gibt es am ehesten hier. Das haben wir gleich. Ja, war das doch irgendwo, ne? Oh, Vorsicht, Fußgänger. Ja, ich habe kein Problem damit, mal aus Versehen den Fußgänger zu überfahren. Aber ihr wisst ja, da kann ja mal ganz schnell die Polizei aufkreuzen. Und das wollen wir nicht unbedingt. Das müssen wir nicht unbedingt haben. So. Zack. Now you are prepared against government tyranny. So, jetzt könnten wir trotzdem mal gucken. Das mache ich jetzt auch. Ich habe, jetzt schaue ich erstmal noch, was der Trevor noch zu machen hat. Da gibt's noch eine Randale. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Wir werden jetzt mal... Ich werde jetzt mal wechseln. Das war die falsche Taste, Herr Frenkel, mal wieder. Dahin. Zu Michael und mal kurz die Aktien checken. Und vielleicht hat er ja auch noch eine lustige Mission oder so. Stunden später hat ihn der Satellit erfasst. Ja, der Kollege ist wenigstens ordentlich gekleidet. Pock, gegen die Tür gelaufen. Wo geht's denn raus wieder? Scheiß Orientierungssinn, echt. So, meine Frau, wo ist die? Sohnemann holt sich gepflegt einen runter wahrscheinlich gerade wieder in der Wohnung. In seinem Zimmer. So, erstmal vor die Tür, um das mal zu checken hier. Was wir hier haben. Tja. Das ist hier eine gemeinsame Mission wahrscheinlich mit dem FBI oder auch FIB, wie es heißt. Das ist ja für Trevor und das hier ist offensichtlich für Franklin. Dann checke ich jetzt mal kurz, wie war das nochmal? Ach du Scheiße, da ist alles noch nicht angeguckt. Wo war denn das mit dem Aktienhandel hier? Mal gucken. Falsche Taste. Was soll das? Da wollte ich doch gar nicht hin. Finanzen. Wie finde ich denn da hin? Wie war denn das? Wie hat das nochmal funktioniert? Ich weiß es gerade nicht. War das das? Ja! So. Also, wir sind gestiegen um 2%. Das lohnt sich noch nicht. Das lohnt sich noch nicht. Raus hier, komm. Komm ich denn jetzt hier wieder von der Seite runter? Weg. Nein, das lohnt sich noch nicht. Dann gehe ich jetzt doch mal zu Franklin. Den habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gespielt. Und er hat noch was offen da. Auf der Map. Der schwarze Bruder. Hey, so. Holler me all peace. Okay, ich brauche erstmal eine kugelsichere Weste wieder, ne? Scheiße. Das ist mein Auto. I'm moving to Vice City. Give me the car, dog. Gut. Das nächste Ammunition-Lager ist wo? Auf dem Weg.
dorthin, am besten hier. Auf geht's! Hey, my whip! Weg! So. Dann da vorne rechts. Es war grün noch. Liebe Kinder, ne? Also, ich fahre nie bei Rot über die Ampel. Das macht man nicht. Wollte ich an der Stelle gerade nochmal erwähnen. So. Jetzt wird's Nacht, oder wie? Oder wird es gerade Tag? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Wo war der Laden? Ach, da war da vorne. Komme ich hier rein oder muss ich von der anderen Seite? Da sind wir. Ja, eine kugelsichere Weste ist schon wichtig, ne? Come in, homie. Let's get you strapped. Hast du gerade Homo zu mir gesagt? Nein, hat er nicht. So, jetzt sind wir gepanzert wieder und jetzt haben wir da B. Und da fahren wir jetzt als nächstes hin. Zap, zap, zap. Ist das Beverly? Nee, nee, den haben wir schon. Ach, Barry war das wieder, ja. Und ein Fragezeichen, ist das beides? Ja, ist beides. Da fahre ich jetzt hin. So. Gucken wir mal. Ah, noch eins weiter. Hoppla! So. Also, was gibt es, Alter? Where you at, Mr. Revolutionary? What? The Smoke Inn. I'm at City Hall. I'm the only fool here. Yeah. Oh, shit. Yeah, I'll be right there. I didn't forget I was busy. Yeah, busy, that's it. Fight the power. Alles knapp. Fuck. So, das ist doch eine Falle oder sowas, oder? Man, this fucking fool don't even know what year it is. Ich hab genügend Waffen. Das ist er oder was? Der blöde Penner. Hallo? Irgendwas stimmt da nicht. Soll ich jetzt hier warten oder was? Der hat mich doch einfach nur versetzt, der Arsch, oder? Yo, what's up? Ja, das ist ja ganz schön komisch jetzt hier, ne? Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig, dann fahre ich eben dann doch zu dieser FIB-Mission, ne? Ja, du pass mal auf hier, wo du rumfährst! Das ist mein Bürgersteig. So, gut, keine Ahnung, was das jetzt sollte. Ich könnte noch diese komische Kampfmission für den Trevor machen, aber jetzt komm, machen wir mal in der Story ein bisschen weiter. Auf geht's! So, links halten, denke ich, ne? Ja. Das war ja jetzt doof. Jetzt dachte ich, ich kann euch noch eine Mission zeigen in der Episode, aber da wird nichts mehr draus. Dann fahren wir eben zum FIB. Bei diesem Straßengebirge muss ich mal aufpassen, dass ich nicht irgendwie... Ich wollte jetzt auch, ich habe gerade auf das Radar geguckt, mal wieder. Und dann passieren solche Sachen, ne? Ist klar. Weil ich gerade sagen wollte, dass ich die falsche Straße erwische. Könnte ich fast schon wieder ein neues Auto gebrauchen. Naja. Das schaffe ich jetzt auch nicht mehr in der Folge, ne? Bis zum FIB. Tja, das ist Pech. Außerdem ist ja wieder so viel Verkehr. Mehr Verkehr als in dem Puff.
So, ja. Wir sind am Ende dieser Episode, ja. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir bitte ein Like da. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann kommt ihr auch in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bye bye.